Hey ho Leute, schön, dass ihr wieder reinguckt. Es geht weiter mit Minecraft Life in the Woods. Und ich habe mir gerade überlegt, ich werde wahrscheinlich so mein Haus nochmal abreißen. Also die Mauern, die ich da stehen habe, abreißen und nochmal irgendwie neu bauen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ich bin unzufrieden. Aber ich bin diesmal nicht alleine am Start. Der Max ist wieder dabei und leistet mir Gesellschaft. Guten Tag zusammen. Du, sag mal, hast du Soja? Was? Hast du Soja? Ich habe gerade alles an Soja in die Presse geschmissen. Ich meine die Sojabohnen. Ja, habe ich die Sojabohnen habe ich gerade in die Presse geschmissen. Wieso? Jetzt cool. Sind da keine mehr? Mal gucken, wo überhaupt welche waren. Ganz rechts auf dem Feld, das war komplett voll mit Soja. Dann ich mir das mal klauen. Das war komplett voll. So, das machen wir jetzt hier wieder weg. Das machen wir auch nochmal weg. Ich bin das einfach so gewohnt, dass ich schön groß und ausladend bauen kann, damit ich viel Platz habe für meine Inneneinrichtung. Nicht bestätigen. Ja, und jetzt das muss ich mich halt so ein bisschen beschränken und überlege gerade, wie ich das alles so unter einen Hut bringe, was ich gerne haben möchte und gerne machen möchte. Wirst du dann alles bauen? Naja, eigentlich standardmäßig, ne? Ich möchte halt wieder eine schöne Küche haben und ein Wohnzimmer. Eigentlich wollte ich auch ein Bad haben, aber von dem Bad habe ich mich jetzt schon verabschiedet, weil das kriege ich mit meiner Dusche und so weiter, das kriege ich nicht hin mit der Redstone-Leitung. Da fehlt mir einfach der Platz für. Zumindest nicht, wenn ich es oberirdisch baue und unterirdisch. So Wohnräume mag ich eigentlich nicht so. Vielleicht unter dem Wasserfall. Wasserfall. Habe ich tatsächlich kurzzeitig auch überlegt, aber dann würde das auch darauf hinauslaufen, dass ich das unterirdisch bauen müsste. Und wie gesagt, unterirdisch Räume bauen finde ich eigentlich nicht so cool. Also vielleicht ja ein Wellnessbereich oder so, aber das passt halt auch nicht. Okay. Von daher werde ich wahrscheinlich zumindest in meinem normalen Wohnhausprojekt das vielleicht weglassen. Mal gucken, vielleicht fällt mir da noch irgendwie eine spontane andere Lösung ein. Naja, und meine Küche ist ja eh mal ein bisschen größer. Die werde ich wahrscheinlich ein bisschen kleiner gestalten müssen, aber ich brauche ja dann auch oben für meine Kochutensilien genug Platz. Und ein Schlafzimmer, okay, das muss jetzt nicht so groß sein. Und ein Wohnzimmer, ja, wenn ich da zumindest ein bisschen auch einrichtungstechnisch was machen möchte, brauche ich halt ein bisschen Platz. Warte. Ich hatte mal irgendwo Salat. Welcher der 100 Millionen Rucksack ist denn der Salat? Salat, Salat. Brauche ein Lager. Ich sehe nicht mehr durch. Wenn man hier hochkommt, du kannst gerne einfach ein paar Kisten da auf dem Gemeindezentrum. So viele Kisten willst du da gar nicht hinstellen. Anlegen. Oh, hier ist noch Kompost. Das ist ja... Oh, ich habe... Ich habe eine zündende Idee. Also zum einen werde ich wahrscheinlich tatsächlich doch dann auch mich da so ein bisschen drauf stützen, dass ich keine Doppeltür mache. Weil eine Doppeltür einfach zu viel Platz wegnimmt. Hast du diese Garagentüren von Carpenters mal ausprobiert? Ja, die sind richtig, richtig nice. Ich finde die lustig. Die sind total cool. Tür auf, steckst das Teil und dann geht auf einmal die Tür auf. So, block. Was? Wie? Ja. Ach, hier ist ja schon Spinat und Lettuce. Kann ich das mitnehmen? Ja, also alles, was da unten ist, kannst du benutzen. Tomaten. Halt gerade. So viel Zeug. Ah. So, hier werden wir mal ein bisschen terraformen. Ich mag das, man, das sieht immer so ein bisschen. Mach mal zwei Sojafelder, ne? Weil wir brauchen ja für beide Gerichte Soja.
Für Soja brauchen wir so ziemlich für alles, wenn, also bei Fleischersatz. Ja. Das ist doch okay. Von daher, Soja können wir nicht genug haben. Das war jetzt Spinat. Lettuce. Und was fehlte noch? Pilze. Haben wir Pilze irgendwo? Auch in der einen Kiste sind welche drin, ja. Kiste. Ah, hier. Schon mal Lettuce. Sehr gut, die nehme ich auch mit. Sind da noch Sojabohnen? Ach, ich glaube ich gar nicht jetzt. Hatte ich schau dir jetzt einfach mal alles. Ich baue das alles an, dann geht's schneller. Ja, ich habe vorhin einmal abgeerntet, als ich rein bin. Von daher kannst du da nehmen, was immer du brauchst. Ich habe erstmal genug. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Und dann könnten wir da nämlich... Ich bin zu blind für Pilze. Die Carpenter, Mann. Die sind klein und braun. Obwohl, es kann sein... Kann man die anbauen? Die kann man an... Die, ja. Die kann man eigentlich... Kann man die kleinen braunen anbauen? Nee, ich glaube nicht. Du kannst nur die weißen anbauen, oder? Keine Ahnung. Ich habe aber auf jeden Fall hier oben auch noch welche. Also ich habe kleine braune Pilze habe ich. Da gehe ich dann mal gucken. Aber ich meine, die kann man nicht anbauen. Ich meine nur, man kann so eine weißen anbauen. Sag mal, weißt du, was der Unterschied zwischen den keilförmigen Prisma-Rampen des Zimmermanns 604 und 6044 ist? Nee. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn du da mit dem Carpenters Hammer draufhaust. Den Zimmermanns Hammer. Weil dann verändert sich ja, veränderst du ja nochmal die Form von den Teilen und so. Keine Ahnung, was dann passiert. Ob sich das nochmal ändert oder so. Überfragt. Ich habe nur diese schrägen genommen und da kriegst du ja auch alle möglichen Formen bei raus. Das ist halt vor allem super witzig, wenn du da nochmal drauf gehst und mit dem Mausrad und Shift gedrückt hältst, dann verändert sich das nochmal. Ja. Also du kannst, du kannst auch noch welche von mir haben, ne? Ich hab noch ein paar. Was, Rampen? Ja, und Carpenters Zeugs und so. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich die dann noch groß brauche, aber danke, weiß ich jetzt mal Bescheid. So, und dann habe ich mir nämlich Weeping gedacht, Milk, das ist was Falsches. Wenn wir das nämlich so machen, dann kann ich da, wenn man da hochkommt, noch so eine kleine Bank hinsetzen. Ein Fenster, so mit Efeu und so und Laternen. Ich kann mir vorstellen, das ist doch ganz cool. Das sieht doch dann bestimmt nett aus, habe ich mir gedacht. So. Aber das Gefühl, ich habe die Pilze irgendwann mal weggeschmissen. Oder verwertet oder so. Hier sind Pilze. Ich hab auch noch Mushrooms hier. Die hatte mir Reaper gestern hochgebracht. Alle Mushrooms gehen ja nicht. Das muss ja irgendwas anders sein. Ich habe so eine braunen Teile Mushrooms, 39. Aber das ist, kann nicht sein, weil ich glaube, die Sachen müssen wir Pam's Harvestcraft sein, oder? Damit man die anpflanzen kann. Uff, du, keine Ahnung. Also Mushroom Garden, nee, das meine ich nicht, sondern... Doch, Wild Mushroom Crop, Wild Mushroom, 4294. So was bräuchte ich. Ja gut, schauen wir dann. Ich guck erstmal so. Holz. Chair. Schade, dass es nicht so eine Bänke gibt. Ich hätte gerne eine Bank. Ich? So eine kleine Gartenbank hätte ich gerne. Was heißt denn Bank auf? Ja, Englisch? Du bist doch... Bist du nicht unser Englisch-Genie? Ach nee, es gibt nur diese Bibliowood-Sachen. Okay, na gut, aber so schlecht. Ja, die sind cool, aber da gibt es halt nur diese Hocker und die Stühle, ne? Da gibt es keine Bänke. Ja, dann machen wir die standardmäßig ganz normal im Minecraft-Stil. Sprich, wir craften uns mal ein paar Treppen. Und zwar auch provisorisch aus Carpenter-Blöcken.
Weil dann können wir da dementsprechend, wie wir lustig sind, noch die Form verändern. Das halte ich für eine sinnvolle Idee. So. So, ja. Nummer 1. Zack. Drei Felder. Zack. Also ich glaube, verhungern werden wir nicht mehr. Kartoffeln haben wir inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Das hier zum Glück noch nicht gesehen. Sehr froh drüber. Etwas übertrieben. So, was braucht man noch? Salat. Lettuce. Schlafen. Schlafen? Ja, schlafen. Ich war gerade so vertieft in meine Gestaltung, dass ich das gerade nicht mitgeschnitten habe. So, in der Trance-mäßig, ja. Es gibt doch bestimmt auch sowas wie Efeu oder so hier, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob man das irgendwo ransetzen kann. Also wie man das sammelt quasi. Na, wahrscheinlich mit einer Schere. Aber ob man das dann wieder zusammensetzen kann, quasi so als Hängepflanz oder so? Werden wir testen. Gar kein Problem. So, ich glaube, das gefällt mir ganz gut hier. Das kann man so machen. Sondern überlegen, welche. Wobei, wenn ich mir das gerade so angucke, wäre das, glaube ich, noch cooler, wenn das noch eins weiter hinten steht. Sieht das nicht so gequetscht aus. Naja, gut. Ist ja kein Problem. Dafür sind wir hier, das zu testen. Ich glaube auch, dass ich eigentlich nicht komplett mit Stein hochgehen wollte, sondern mit einem anderen Material weiterbauen. Aber ich denke mal, zwei Reihen Stein können wir auf jeden Fall machen. Das ist nicht verkehrt. So. Nein! Das wollte ich da gar nicht hinsetzen. Spinat. Voll, Spinat haben wir. So. Könnte dauern. Wächst. Wir setzen jetzt einfach mal trotzdem komplett Stein. Einfach. Damit erstmal die Grundwand steht. Das Material austauschen können wir dann immer noch. Stimmt's? Prinzipiell, ja. Ich weiß auch noch nicht, welches Material ich nehme. Es gibt so viel. Ich glaube, ich habe bei diesem Haus die längste Zeit damit verbracht, zu überlegen, was zu dem dunklen Holz passt. Ja, so ist es ja auch. Ich habe Altstein. ja, ich habe ja, ach so, ein Stein. Ja, du hattest auch Bruchstein genommen, ne? Ich habe ja Ziegel mir gemacht, einfach. Normale Steinziegel. Und ja, aber überleg jetzt halt, welches Material ich dazu kombiniere. Also ich habe ja Querbalken jetzt quasi auch aus dem Oakwood, also aus dem Schwarz, aus der Schwarzeiche. Und unten habe ich dann sozusagen Ziegel. Jetzt überlege ich halt, was ich so dazwischen mache, weil ich eigentlich nicht die komplett erste Etage nicht unbedingt komplett mit Ziegel ausstatten wollte. Irgendwas Helles. Keine Ahnung, was du an Ja, Helles die hast. Frage ist nur, ob ich Stein nehme, also zum Beispiel dann einfach Marmor oder halt ja doch, am besten wahrscheinlich der Marmor, weil das ist am stabilsten auch. Oder ob ich helles Holz nehme. Das Doofe ist an der Geschichte, diese ganzen Holzsachen ist, man kann ja noch so vieles an Holz finden. Nur wir haben es halt noch nicht, weil da gibt es so geiles, so fast weißes Holz zum Beispiel und so. Das ist so abgedreht. Die würde ich zum Beispiel gerne haben, aber ja, gab's nicht. Deswegen, ja. Mal schauen, also brauche ich noch zwei. Also ich würde es halt mit irgendwas Steinmäßigem machen am Anfang. Ich meine, tauschen kannst du es sonst, wenn du sagst, finde ich doof, später immer noch. Ja, na dann. Hauptsache, du hast erstmal ein Haus, ne? Ja, na gut, das ist ja kein Problem. Wie gesagt, so nutze ich das hier erstmal mit Ziegeln hoch. Ich habe dann auch Also eben keinen. hast du noch gesagt, ich reiß das nochmal weg, das gefällt mir nicht. Also dafür, dass du quasi schon ein fast fertiges Haus hattest, Nee, hatte ich ja nicht. fehlt dir nur ein Dach. Nee.
Die Wände waren ja auch noch nicht fertig. Also nein, ja, na gut, nein. Zum Teil ja, hast recht, vielleicht. Ein bisschen. Ich dachte, du hast dir mein Haus noch gar nicht angeguckt. Habe ich auch nicht. Ich habe es nur von weitem von oben gesehen. Ach so. Ja, so muss das sein. Von weitem muss man mein Häuschen sehen. Festgestellt, da fehlt nur ein Dach, dann bist du eigentlich auch schon. Natürlich, so einfach ist es nicht. Für dich. Das wäre zu einfach. Richtig. Das geht natürlich nicht. Das ist blöd. Ich muss dann definitiv irgendwann farmen gehen. Rohstoff farmen. So denn? Haben wir da schon irgendwas davon? So. Ja, das ist doch süß. Guckt mal. Dann kommt man hier hoch, dann mache ich da noch Stufen mit dem Basaltpflasterstein. Das sieht dann hübsch aus. Und dann kommt man hier hoch. Und dann ist das hier auch, dann hat man hier eine kleine Bank. Dann gucke ich mal, kommt hier auf jeden Fall noch ein Baum hin. Im Idealfall natürlich irgendwann diese schönen Kirschbäume, wenn wir die finden. Und dann hier vielleicht noch so ein bisschen Efeu, damit das so ein bisschen alt und muckelig aussieht. Und dann hat man hier schön die Tür. Ja, das ist doch super. Das gefällt mir. Ich weiß noch nicht, mit welchem Material wir das am sinnigsten gestalten, aber wenn wir da Stein haben, dann könnten wir da tatsächlich das Schwarzeichenholz nehmen. Machen wir jetzt einfach mal. So. Das sieht ja total bescheuert aus. Kannst du das Material, kannst du mit dem Meißel bearbeiten, ne? Was? Wenn du die Carpenter-Blöcke mit Material ausstattest, kannst du dann... Ja, ich glaube schon. ...die Sichtweise vom Meißel. So. Nehmen wir das mal. Müsste gehen. Das und ein Silber, dann haben wir ein Meißel. Und dann gibt es doch aber noch so ein... noch ein Werkzeug. Noch genug zu essen. Ein Hammer. Nee, noch eins. Hammer kannst du die vom... Ja, noch eins. Meißel. Ich hätte nur Hammer und Mais. Nee, da muss es noch eins geben. Reaper hat nämlich noch so ein Ding da liegen. Gucken wir mal eben. Meinst aber nicht ein Schissel? Doch, wahrscheinlich mache ich ein Schissel. Schissel, der verändert ja nur das, die Oberfläche von dem eigentlichen Material, ne? Ja, das ist richtig, das will ich ja. Schissel. Schissel. Das ist falsch geschrieben. Überraschung. Das ist auch falsch geschrieben. Das ist auch falsch geschrieben. Okay, wir müssen es also suchen. Das heißt wirklich Schissel, ja? Ich weiß, er hatte mal davon gesprochen, so Schissel. Ja, halt, und so ein Schissel, ne? Schissel-Dissel. Jetzt ja, ne? Na, hat er nicht gefunden gerade. Hammer und Meißel, so den hatten wir jetzt. C-H-I-S-E-L. C-H-I? Carpenter's Chisel. Den meint er aber nicht, sondern du willst den anderen Chisel. Der ist nämlich ganz weit hinten. Du willst die 4201. Hm, ja genau. Chisel, Chisel, das da. Und Stock und ein Eisen, mehr ist das gar nicht. Das sollten wir doch hinkriegen. Holen wir erstmal einen Stock. Zack. Und ein Eisen. Muss lagern hier. Weiß auch noch nicht, wie ich mein Haus innen gestalten soll. Mal. Ich bin überfordert. Was tut das? Wenn ich damit rechts drauf gehe, kommt ein Craftblock. Ah! Ah! Und dann legst du das links oben rein. Dann. Ja, sehr, sehr nice. Was nehmen wir denn da am besten? Das ist ja echt
Okay, das heißt, ich lege das da rein. Ich lege das da rein, ja. So, jetzt habe ich das da drin und dann? Ich darf wahrscheinlich noch kein Material drin haben, ne? Im Carpenter-Block. Nee, du machst es. Evas, so Namen. Du machst den, nimmst den Schiss, machst den Rechtsklick mit dem Schüssel. Dann öffnet Ja, er sich. Da kannst du links ja. oben was reinlegen und das, was du haben willst, da klickst du dann in dem Auswahlfeld auf die Sachen und dann kriegst du das. Du schüsselst nicht mit dem Ding an sich in Carpenters Sachen rum, sondern du veränderst erst die Oberfläche und setzt sie dann bei Carpenters ein. Glaube ich, also rum einfacher. Habe ich denn das jetzt? Left to chisel blocks in world. Wie habe ich denn das gerade geöffnet zur Hölle? Was sind Schüsse mit Rechtsklick? Ja, das habe ich geöffnet und dann, wie kriege ich jetzt das Auswahlfenster für die verschiedenen Materialien? Indem du das, was du verändern willst, nach links oben legst. Links oben in die Ecke. Ja, und dann? Dann müsste ein Auswahlfenster kommen. Nö. Kannst du das nicht schüsseln? Möchtest du denn da schüsseln? Das kann sein. Warte mal, vielleicht muss ich auch schon Bearbeitetes da reinpacken. Ah! Okay, haben wir rausgefunden. Woran lag's? Nein! Ich will doch gar nicht so viel. Oh, ich kann es neu bearbeiten, okay. Lag daran, dass ich nicht das pure Holz nehmen darf, sondern schon, also die Planks quasi. Ach so, ja, das ist richtig. Ja, das wusste ich nicht. So, wir müssen schlafen gehen. Wir müssen schlafen gehen. Aber vorher mache ich das hier noch rein, um zu gucken, wie das aussieht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das Schöne ist, jetzt wirst du, wenn du richtig auf Deko stehst, kannst du jeden Block, den du jemals findest, nehmen und einfach mal in den Schüssel schmeißen. Ja. Mal gucken, was da so für verrückte Sachen drin sind. Das super ist es. Superb. So, und mit was für einem Werkzeug kriege ich jetzt das Material aus den Carpenterblöcken, ohne den ganzen Block abzuschmeißen? Glaube mit dem. Ja, bin ich Eine auch. mit dem komischen Carpenter-Schlüssel, aber ich bin mir nicht sicher. Oder mit dem Hammer. Können wir beides mal ausprobieren. Jetzt brenne ich. Das ist ja fett, ey. Was du hier noch so alles bearbeiten kannst. Zum Beispiel muss wahrscheinlich mal gucken, wahrscheinlich werde ich die Planken an der Seite noch mal anders machen, damit das mehr so aussieht wie so eine dickeren Holzbohlen und nicht so wie so eine kleine Brettchen bei meinem Haus. Damit jeden Scheiß machen kann. Jeden Scheiß. Gerne die Ursprungsform zurück. Hilfe! Da einmal angefangen hast, hier mit dem Hammer zu klicken, ey, dann ist er auch vorbei. So. Am besten wieder abbauen. Abbauen und neu setzen. Auch eine Enderman-Träne. Eine Enderman-Perle. Guckt euch das an, was man hier nicht alles machen kann. So, ja, also mit dem Hammer. Bitte. Gibt es... Wo war doch hier ein Schiff? Kinder, ey. Wo ist denn jetzt meine Axt schon wieder hin?
Ja, so. Gottes Willen. Vielen Dank für den Tipp mit dem Schüssel. Ich hätte das schon wieder verplant. Schüssel, Dizzle. Alles umschüsseln gehen. Kannst du erstmal schüsseln gehen, ja. Ding hier Wände durchs Dorf. Ja, so, ja, alles klein gemacht. Ich will doch einfach nur diesen Drecksbalken da wieder haben. Das ist mir jetzt egal. Ich muss das echt abbauen. Ich krieg das. Ich hab so das letzte in einem LP gesehen. Die haben das Material einfach wieder abgebaut. Wo kam der denn jetzt her? Es hat einen Creeperman gehabt. Ja, ist aber auf deiner Seite unten am Berg explodiert. Ist in Ordnung. Ich hab meine Insel nicht berührt. Toll. Kripper ich es gleich. Hat wichtige Sachen machen. Was du hier? Weg mit dem Schüsseltitel. Ach, das ist ja auch spannend. Ach so, ja logisch, da warte ich ja schon Material drauf. Ach, ist das hier alles verwirrend. Oh. Armes. Ja. Endlich erkennt's mal eine. Ja, das ist ja alles gar nicht so einfach. Mit dem Schüsseldissel. Ich mag dieses Wort ja. Schüsseldissel. So. Jawohl, Hammer. Zack. Und jetzt nehmen wir mal das Material. Ja, das sieht doch super aus. Alles so ein bisschen altbacken. Hier nehmen wir das. Perfekt. Das gefällt uns. Yes, sir. Ich hab mein Haus kaputt gemacht. Nein! So. Ich finde, da haben wir viel geschafft. Wir haben jetzt unseren quasi Vorgarteneingang geschaffen. Ich finde, das reicht dann für heute auch. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um den Rest des Hausgrundrisses. Also schaut wieder rein, wenn wir spannende Sachen mit dem Schüsseldisselhammer erforschen. Nein, also wir werden schon ein bisschen was schaffen, ne? Also bis zum nächsten Mal.